dran, aber ich habe mich dann erst für Soul Eater entschieden, aber da kannte ich halt Bleach noch nicht. Und dann habe ich mir das halt angeschaut und ja, dann haben wir halt sozusagen eine Abstimmung mit den Leuten gemacht, die halt mitkommen. Und ja, sagen wir mal so, ein Großteil oder ziemlich eigentlich alle wollten dann Bleach machen. 98% und 2%, die wir eigentlich nicht gefragt haben, die einen einfach mitmachen mussten. Genau. Sozusagen. Aber es war okay. Die wurden dann im Prinzip gezwungen. Gezwungen, ja. Ja, einer war nicht da. Ich habe Angst, davon ist nicht mehr viel übrig. Und so weiter. Ja, mal ist mir so ganz locker aufgenommen. Habe ein Ohrwurm auf dem Bild. So. Ja, und deswegen machen wir halt jetzt Bleach. Jo. Ich war eigentlich. Ich, Ich hab wie mich. schon gesagt, bin unser Renji. Yarichu, hier vor mir, ist unser Toshiro Tsugaya oder Tsugaya Toshiro oder wie man ihn auch immer nennen will. Ich weiß immer noch nicht, was Vor- und was Nachname ist, aber es ist mir eigentlich auch Toshiros relativ. Vorname, du Depp. Ja. Was machst denn du da jetzt für ein Blödsinn? Ich mach keinen Blödsinn, ich mach dein komisches Tattoo. So, jetzt sei still und. Ist das jetzt dieser Strich da unten? Nein. Ist das der? Ich glaube schon. Das ist, ich würde sagen, das ist der da unten, machst jetzt so, so und dann so. Hier so. Ja, klar. Aber dann ist er direkt über Sonja. Das doch interessiert doch keine Sau. Okay, wir haben Ja, gerade. wie interessiert das, was wo sitzt? Wetten, das Video ist voll langweilig für diejenigen, die zuschauen. Ja, für die, die zuschauen, irgendwie schon. Ja. Also, deswegen, wer, ja, keine Ahnung. Egal. Dann beeil dich mal, Ja, damit es nicht so schnell geht. Komm, ich mein Tattoo, das ist so schön. ich nicht. Ich darf jetzt auch nicht lachen oder sowas, weil dann bewegt sich unten mein Bauch und das wäre dann ein bisschen fatal. Das wäre scheiße, ja. Also wird es überhaupt schwer für mich zu atmen im Moment. Aber okay. Ja, im Prinzip könnte ich jetzt mein Cosplay-Tag machen, wenn ich die Fragen denn hätte oder sowas. Erstes, unter welchem Namen bist du bekannt? Ja, Oder welchen Namen benutzt du zum Cosplay auf Convention? eigentlich immer Ramon Katsushi. Ja, wie gesagt, so eingeblendet irgendwo da, da irgendwo in der Nähe meines Armes wird der wohl sein. Da unten dann irgendwo, Genau, weißt du? da wird So in irgendwo der der Name Reihe. eingeblendet, denn ich glaube, keiner wird diesen Namen kennen, was ein selbst erfundener Kara ist. Und ja. Wir haben noch gesagt, wir machen es mit dem Ausmalen später. Machen jetzt die Umrisse. Ich bin dabei, Mann. Ja. Also mit dem Namen findet man mich eigentlich so ziemlich überall. Ja, nur wenn er gerufen wird auf den Conventions, Entschuldigung, ich krieg hier einfach mal rein. Dann auf Conventions wird er halt immer dein unter dem Namen noch keiner wirklich kennt, außer unsere seinen Freunden. Wird er einfach immer unter dem Namen gerufen, den er halt kostet im Moment. Ja. Im nächsten Falle dann Renji. Das Problem wäre dann natürlich, wenn da drei, vier Renjis sind. Ich glaube nicht. Dieses Jahr waren auch nur wenige da. Ja, zwei. Ich werde wahrscheinlich das Problem haben, dass mehrere von mir rumlaufen. Letztes Jahr waren, glaube ich, 5 Stück von mir Ja, und ja. Ja, das ist eigentlich der Name, unter dem ich zu finden bin. Was ist die zweite Frage? da. Deine Körpertemperatur ist definitiv zu hoch. Ja, legen wir mir vorher Eis auf den Bauch. Wenn Guck mal, da siehst du den Strich an den roten. Das war das Problem, wo ich da hinten am Sessel saß und die Katze hat mich gekrallt. Dumme Oh. Sau. Ja, aber ich hab sie ganz doll lieb. Ja, zweite Frage. Weiß ich nicht mehr. Sekunde. Ja? Laber einfach ein bisschen vor dich hin. Okay. Was war dein erstes Cosplay oder so? Ja, wie gesagt, mein erstes Cosplay, habe ich ja vorhin schon gesagt, war ein Akira im Prinzip, mit dem ich aber nirgendwo war, außer in meinem Wohnzimmer, in meiner Küche und ich glaube in meinem Zimmer. Und Im Flur. im Flur, genau da habe ich ich glaube drei Fotos sind das nur. Also da gibt es nicht sonderlich viel von. Und ist auch nicht besonders gut. Ja gut, ich meine, im Prinzip für Akira schon. Ich hatte die Handschuhe, ich hatte die Socken, beziehungsweise. Die Verführerhandschuhe. Genau. Und ja, ansonsten war das ja nichts Besonderes. Mein zweites Cosplay war im Prinzip Ace, auch Amateur.
So nennen wir es halt. Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, wie man es sonst nennt. Prinzip nennen wir es. Ja, ich weiß nicht, wie man es im Prinzip nennt. Auf jeden Fall, ja. Das war dann halt mein zweites. Was, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr komplett ist. Wie gesagt, die Hose, die habe ich eigentlich immer an. Und ja. Umrisse links, fertig. Umrisse rechts wird jetzt schwierig, weil hier ist die Mitte von dir. Das ist lustig. Ja, jetzt brauche ich das ja nicht. Jetzt mache ich einfach gut. Ja, ich sitze gerade total ungemütlich. Es ist mir scheißegal, weißt du? Ja, aber meine Hand schläft ein. Und meine Daumen tun weh. Oh, hast du gehört? Geknackt. Ich glaube, er leidet im Moment mehr als ich. Ja, das glaube ich auch. Also willst du dir dreimal überlegen, ob du dir und mir das anguckst? Ja, ich tue mir das an, das ist mir kein Problem. Jetzt haben wir schon halb angefangen, ich will kein halber Renji sein. Nein, ich meine allgemein. So, später, auch irgendwann mal und so. Ich weiß immer noch nicht, wie wir das, oh Gott, wie wir das machen? Ja. Also ich glaube, Rücken lassen wir. Nein, Rücken lassen wir nicht, aber ich glaube, das nehmen wir einfach nicht auf. Dieser Stift überlebt das nicht. Der ist jetzt schon nur noch halb so groß wie er vorher. Ja, okay, dann lassen wir Rücken. Aber Arme und Hals. Ja, jetzt hast du mich angemalt, danke. Das ist gar nichts. Das ist nichts zu sehen. Okay. Ja, was ist die dritte Frage? Warte mal, ich öffne das einfach mal kurz. Ich habe die nämlich hier gespeichert. Unter Dokumente. Nein, wir sind weg. Nein, ich sehe mich nicht. Cosplay-Tag-Regeln. Tag für Cosplay. Also, wie kamst du zu Cosplay? Ist die zweite Frage sowieso. Okay. Minimier mal so ein bisschen. Genau. Warte. Ich muss mich leider sehen, deswegen. Ach so. Ja, ist doch egal, mein Gott, dann gucken wir halt eben dann wieder mal nach. Man stirbt. Perfekt. So, okay. Okay. Wie kamst du zu Cosplay? Zu Cosplay kam ich durch sie. Und zwar irgendwie, ich glaube. Ich hab keine Ahnung. Ja. Ich hab dir irgendwann einfach davon erzählt. Ja, sie hat mir irgendwann davon erzählt und auch von der Konichi und eigentlich wollte ich schon vorletztes Jahr im Prinzip, da wir ja schon den 5. Januar haben mittlerweile, da wir schon 2-3 Uhr haben. Ja. Vorletztes Jahr ist dann meine Schwester, genau, auf die Konichi 2009 gegangen und hat. Ich wollte eigentlich auch mit, aber irgendwie kam ich nicht dazu mitzugehen. Nein, wir haben die Karten. Genau, und ja. Ja, stimmt, eigentlich hätte ich trotzdem mitgehen können, aber ja. Wie gesagt, ich hatte kein Cosplay und nichts. Und ja. Dann habe ich mir halt gedacht, mache ich das auch mal und dann bin ich halt letztes Jahr mitgegangen und ich fand das total cool. Und wie gesagt, vorher habe ich ja halt auch schon ein oder zwei Amateur-Cosplays gemacht. Und ja, so bin ich dann halt zum Cosplay gekommen. Wie lange kostest du schon? Okay, ja. Nicht mal ein Jahr. Ja, wie gesagt, seit nicht mal einem Jahr. Also, richtiges Cosplay, sag ich so. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ja. Ja, seit nicht mal einem Jahr, also es ist noch nicht sehr viel. Aber das wird noch. Hoffe ich. Denke ich. Weiß ich. Wie viele Kostüme hast du schon gemacht? Ich habe schon, ja, eigentlich 3. Und zwar einmal der Akira, dann der Ikki und der Ace. Wovon eigentlich nur der Ikki noch sozusagen vorhanden ist. Oder vollständig, komplett. So halbwegs. Und, ja, jetzt dieses Jahr soll es Renji werden und nächstes Jahr schauen wir mal. Das entscheide ich. Was noch kommt. Wie kommst du zu deinem Kostüm? Ja, bis auf das Ikki-Cosplay habe ich eigentlich alles schon bei mir zu Hause gehabt. Das Ikki-Cosplay habe ich dann irgendwann mal eine Jacke gekauft für, glaube ich, 30 Euro. Und da haben wir dann das Rox einfach hinten drauf gekritzelt mit Textilfarbe. Und sieht eigentlich ganz gut aus, ist nur mittlerweile nicht mehr komplett drauf, also ist, ja, es ist komplett, schon noch komplett drauf, aber es sind halt ein paar Macken und so und ja.
war dein erstes Kostüm? Ja, mein erstes Kostüm war im Prinzip Akira. Das sieht komisch aus, das muss ich nochmal machen. Bekommen? Im Prinzip. Halt. Mal ein bisschen nach da. Und jetzt sieht jetzt bestimmt sehr sexy aus. Ja, wie gesagt, war im Prinzip Akira. Nee, aber mein richtiges, sagen wir es mal so, ich rede jetzt einfach von meinem richtigen, normalen Cosplay, war halt Iki. Ich bin dazu gekommen, ja, wie bin ich dazu gekommen? Eigentlich wollte ich auch Akira machen auf der Konichi, aber das fand ich irgendwie ein bisschen zu langweilig, weil das halt im Prinzip, ja, aus, au, das klingt, das ist gerade doof, weil das im Prinzip einfach nur ein T-Shirt, eine kurze Hose und komische Handschuhe sind. Und ja, dann habe ich halt Iki genommen. Weil erst wollte mein bester Freund eigentlich Iki machen, aber der ist dann irgendwie doch nicht mit zu Konichi gekommen und dann habe ich den einfach gemacht. Und ja, das Cosplay ist auch einen Tag noch vor der Konichi erst fertig geworden. Aber es hat funktioniert. Ich wurde erkannt, wurde fotografiert, das hat mich gefreut. Ja. Was ist dein Lieblingskostüm? Ja, da ich erst eins habe. Das nächste zählt auch. Ja, im Prinzip ist mein Lieblingskostüm das, was ich noch nicht habe. Das ist eigentlich das Coolste, worauf ich mich jetzt auch am meisten freue, weil ich will das jetzt endlich haben. Sieht immer noch unsymmetrisch aus, aber es ist im Endeffekt komplett. Ist ja nicht unsymmetrisch. Finde ich gut. Okay, wir unterbrechen das mal kurz, weil ich bin fertig. Erst muss ich zeigen. Mensch, okay. So sieht es bis jetzt aus. Ich finde es nicht schlecht. Wie gesagt, wenn es ausgemalt ist, sieht es bestimmt besser aus, aber... Wir unterbrechen jetzt einfach mal. Dafür unterbrechen wir jetzt, weil das muss man sich echt nicht antun und ich will auch nicht, dass ihr euch noch länger zulabert. Wir wollten den Cosplay-Tag eigentlich auch anders machen. Nicht während ich hier... Ja, jetzt sind wir bei 7. Also, mach ich einfach... Nein, also wir machen das später nochmal neu. Okay, vergesst das alles. Ich habe nichts gesagt. Ich werde hier total Wir sehen uns später wieder. Ja, irgendwann. Bis dann. Ciao.